Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem neuen Video. In diesem Video erkläre ich dir, was überhaupt ein Tennisellenbogen ist und wie du es selber behandeln kannst. Ganz kurz dazu, was überhaupt das Problem oder was die Schmerzen beim Tennisellenbogen verursacht. Hier in dem Bereich befinden sich die Strecker des Handgelenks und der Finger. Und die meisten dieser Muskulatur, der meiste der Handstreckermuskulatur setzt hier am Ellenbogen an und durch ungünstige Bewegungen, wie zum Beispiel jetzt am PC oder wenn man oft die Maus betätigt oder eben auch beim Tennisspielen, kann es zu einer Entzündung in diesem Bereich kommen. Und beim Tennisellenbogen ist es eben so, dass es zu einer chronischen Entzündung der Sehnenansätze kommt. Und jetzt zeige ich dir, was du dagegen selber tun kannst. So, ich habe mir hier den Barhocker als Hilfsmittel genommen. Das kannst du auch genauso gut ohne machen oder du machst das an einem Tisch oder nimmst eine Stuhllehne dazu. Meiner Meinung nach die effektivste Übung, die du da machen kannst, die auch jeder Physiotherapeut mit dir machen würde, ist die Querfriktion. Dabei gehst du eben hier an den Ellenbogen, wo die schmerzhafte Stelle ist. Und jetzt ist es wichtig, nicht einfach darüber zu reiben, sondern du gehst an den Punkt, versuchst diesen Punkt zu finden, greifst dir vielleicht so ein bisschen den Muskel, gehst in eine leichte Vordehnung und bewegst hin und her. Das sind die sogenannten Querfriktionen. Genau. Und das kann schon ordentlich wehtun. Ich weiß, gerade wenn man eben unter dem Tennisellenbogen leidet, sind es unangenehme Schmerzen. Und man kann dann um den Punkt etwas weiter nach oben oder weiter nach unten wandern. Und es darf wirklich, wenn man jetzt von einer Schmerzskala bis 10 ausgeht, schon in Richtung 8 gehen. Es sollte gerade noch so auszuhalten sein, aber es darf schon gut spürbar sein. Also meiner Meinung nach die Querfriktion mit einer der wichtigsten Methoden, um dagegen zu wirken. Und das kannst du dann öfters am Tag wiederholen. Die zweite Methode, was du dagegen tun kannst, ist ein exzentrisches Training. Das heißt, entweder kann man den Arm komplett strecken oder eben leicht anbeugen. Wenn es leicht angebeugt ist, ist es oft einfacher umzusetzen. Du nimmst jetzt das Handgelenk nach oben. Du kannst auch die Finger strecken und gehst mit der anderen Hand oben drauf und drückst dagegen und mit der anderen Hand lässt du langsam nach. Aber wirklich nur ganz langsam. Du versuchst dagegen zu halten und auch bei der Übung spürt man es deutlich, tut auch leicht weh. Aber was wir eben versuchen ist, die chronische Entzündung in eine akute umzuwandeln. Denn alles, was chronisch ist, ist schlecht. Und wir versuchen es jetzt mit den Übungen, mit der Querfriktion, dann mit dem exzentrischen Training wieder akut entzünden zu lassen. Nach oben, das kannst du auch 5 bis 10 Mal wiederholen, je nachdem der Schmerz es zulässt. Genau. Schön dagegen halten und bis ganz nach unten. Ich zeige es noch einmal vor. Sehr gut. Das war die zweite Methode, was du dagegen tun kannst. Und jetzt noch die dritte und letzte Methode ist, entweder auch eben auf dem Hocker oder einfach frei in der Luft. Du nimmst jetzt das Handgelenk und am besten auch die Finger und gehst jetzt in die Dehnung. Man kann das Ganze auch so machen, am besten den Arm komplett strecken und es zieht jetzt ganz ordentlich und hier ist jetzt auch wichtig, mindestens 30 Sekunden halten, besser noch 60 Sekunden. Wir nehmen den Daumen auch mit und ich spüre da schon einen ganz ordentlichen Zug und das Ganze dann eben 30 bis 60 Sekunden halten. So,
Sehr gut. Das sind drei Methoden, was du selber akut gegen deinen Tennisellenbogen machen kannst. Wenn man zum Physiotherapeuten geht, er wird jetzt, sag ich mal, mit den Querfriktionen anfangen, dann oft eben das exzentrische Training mit einbauen und die Dehnungen. Das würde dir wahrscheinlich auch als Hausaufgabe mit aufgeben. Wenn es nach 3-4 Wochen eben nicht besser wird, wäre es vielleicht gut, trotzdem zum Arzt zu gehen, ein Rezept für einen Physiotherapeuten zu holen, denn er kann dann noch mit Ultraschall, mit Elektrotherapie oder eventuell auch mit Eis ein bisschen nachhelfen, damit dass der Stoffwechsel angeregt wird und eben aus einer chronischen Entzündung eine akute wird und so das dann innerhalb von einer Woche oft besser wird. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Schreib doch bitte in die Kommentare, ob einer der Methoden dir geholfen hat und wie sich denn das mit deinem Schmerz entwickelt hat. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich freue mich schon bald auf das nächste Video für euch. Bis bald. Ciao.